the Wooden Sketchbook. Vorbereitung Sabichten. Für diesen Bilderzyklus habe ich 2004 an 3 Monaten zu Paris entwickelt. Und Santa hier schaffe ich mehr oder weniger regelmäßig um diese Arbeit, die immer weitergeht. Wie den Titel seht, handelt es sich um ein abgeflohenes Tagebuch, das parallel zu meinem Leben entsteht. Mit Zügen aus der Aktualität oder auch mit intime Bilder, mit persönlichen Bilder aus meinem Alltag. Dadurch, dass ich muss nur in Bilder ruhen, für sie am Detail zu erfassen, funktioniert der Betrüchter vom guten Sketchbook, wie wenn er geht, für im Atelier sitzen und hier sappen. Oder im Internet durch eine Flut von Informationen geht surfen. In dem Sinn geht die Arbeit, was mir groß geht, immer mehr zu einer großen Freske, die als Zeit ausdrückt. Zeit, an der eine Information, die andere abliest, regelrecht abfrisst, für ein Krass auszudrücken. Die Illustrationen für den Tao Te Ching vom Lao Tse, aus der Version auf Lützebüch vom Serge Tonnerre. Auf den ersten Blick ganz ähnlich wie die Wooden Sketchbook abgebaut, was Freiheit anbelangt, Materie und die einzelnen Züge in Ruhgange sind und die Illustrationen zum Tao sind trotzdem genie die Gegendeel vom Wooden Sketchbook. Erstens will ich mich so gut wie möglich, wie das möglich ist bei so einem malen Text und das, was der Lao Tse gesagt wird, gehalten wird. Und zweitens, weil über 80 Bilder an einer ganz kurzer Zeit von einem 3 Monaten entstanden sind. Last Waltz, also eine Serie mit Beam, 8 Blätter am Hirscht. Und gleichzeitig auch ein Hommage an Maler, die ich immens gerne, wie zum Beispiel den Monet oder auch den Cy Twombly. Also viel mehr abstrakt, gestuell abstrakt Maler. 3 Gravuren. Seit ein paar Jahren habe ich noch 35 Jahre angefangen, Gravuren zu machen. Den aufwendigen, handwerklichen Teil bei dieser Arbeit, bei dieser Technik, die fasziniert mich. An der Prozess, an der Trängheit von einer Kofferradierung, also etwas absolut Einzigartiges. Es ist ein bisschen gut, dass der moderne Mensch das nicht mehr fähig ist, für den immensen Arbeitsaufwand von diesen allen Drucktechniken zu würdigen. Mein Skizzenhefter an Tagebücher. Eine Disziplin, um die ich mich alltag halte. Ich schaffe alltag darin. Sie sind Basis von meiner Arbeit. Und dann den Atelier Ent, ein Auftragsarbeit für die Mutter aus dem Jahr 2004, mit 16 Tuchzeichnungen an einem großen Ölspiel, was über die Frau hier geht, c'est comment de l'art, wie als Kunst. Was als Kunst?